Hey Leute, ich bin's mal wieder, das meine Jojo. Heute habe ich mir wieder ein neues Tutorial für euch vorbereitet, und zwar zu diesen beiden Effekten. Ja, genau. Ich habe mir mal gedacht, ja, lass mal ein Tutorial machen, weil ich habe echt viele Anfragen über diese beiden Effekte bekommen. Und naja, habe ich mir einfach mal gedacht, legen wir mal los. Also ich nehme diesen Clip, wie schon gezeigt, und das erste, was wir machen, ist den Twixtone. Das habe ich schon gemacht. Wer noch nicht weiß, wie man Twixtone kann, hier seht ihr jetzt rechts unten ein kleines Ding, wo ihr zum Twixtone weitergeleitet werdet. Egal, also wir fangen mal an. Als erstes Twixtone hier, wie gesagt, und genau an der Stelle, wo wir den ersten Twixtone Keyframe setzen, gehen wir auf Ebene, Neu und Einstellungsebene. Jetzt sehen wir hier, wow, ist ja voll neu und so. Jetzt stelle ich mal voll, damit ihr ein bisschen besser sehen könnt. Wir zoomen ran und gehen auf unser Zeichenstiftwerkzeug, halten aber den, gehen hier auf dieses Rechteckwerkzeug, halten es gedrückt und wählen das Ellipsewerkzeug aus. Dann ziehen wir uns hier, wo der Typ steht, eine Ellipse herum. So, so, fertig. Und jetzt gehen wir ganz einfach auf Effekt, generieren, und wir generieren uns Krippeln. Tada, jetzt seht ihr aber, warum ist denn das ein schwarzer Hintergrund? Deswegen stellen wir die Kombination nicht auf Transparenz, sondern auf Originalbild. Tada, und jetzt fangen wir mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Animieren dieses Kritzens an. Ich will ja nicht, dass das Kritzen gleich da ist, deswegen stelle ich das Ende auf 0. Tada. So, jetzt schaue ich mir an, setze am besten gleich einen Keyframe. Am besten setze ich auch noch beim Verwackeln, setze ich auf 30. Ihr werdet gleich sehen, welchen Effekt das hat. Also, Ende, Keyframe, und je nachdem, wie lange ich es halt dauern lassen will, ich gucke jetzt mal, ja, der wirkt tatsächlich selber so schön. Ich lasse es mal ein bisschen laufen. Und jetzt erstmal kurz die Verwackelung in der Sekunde. Das ist dafür, dass es halt, also ich finde, es sieht irgendwie ein bisschen besser aus, angenommen. Keine Ahnung wieso, aber ich finde, es sieht einfach besser aus. So, jetzt will ich nach hier, genau bei 5 Sekunden, Achtung, jetzt will ich genau, dass es fertig ist. Also stelle ich das Ende auf 100, nicht auf 10, Entschuldigung, auf 100. So, tada. Verwackelungstyp könnt ihr von gleichmäßig auf ruckartig umstellen. Ich finde, es sieht besser aus. Ich finde, gleichmäßig sieht irgendwie zu ordentlich aus. Kennt mich ja. So, das war es sogar schon zu den zu diesen Kritzeln. Jetzt gehen wir weiter, nämlich zu diesem He is here. Da machen wir wieder Ebene, Neu und Einstellungsebene. Und diesmal nehmen wir das Zeichenstiftwerkzeug, zoomen etwas ran. Ich beginne hier, setze mir einen nächsten Punkt hier oben und setze mir einen Punkt hierhin. So, und jetzt Effekt generieren, und ich generiere einen Strich. Den Strich werde ich jetzt genauso animieren wie dieses Kritzeln. Also sprich Ende auf 0. Beim Ende im Keyframe setzen. Vorspulen lassen die ganze Kacke. Wie schon gesagt, ich habe ein Problem, ich kann nicht ziehen in After Effects, das kotzt mich auch sehr schlimm an. Achtung, up. Und wir haben es schon. So, jetzt stellen wir das Ende auf 100, tada, und schon ist unser Strich da, indem wir die Größe noch auf 5 stellen. So, und jetzt kommen wir zu mit einem der wichtigsten, dafür gehen wir einfach mal ein bisschen zurück. Also, und wir klicken das horizontales Textwerkzeug an. Jetzt klicke ich mir hier einfach auf das Bild drauf, wähle mir noch einen Schrifttyp aus. Mein Schrifttyp ist nebenbei gesagt Bensheimt. Könnt ihr gerne mal irgendwo nachschauen und euch das klauen, wenn ihr unbedingt wollt. So, jetzt hieß hier. So, jetzt schalten wir vom Textwerkzeug auf diesen aus das Auswahlwerkzeug um und klicken bei Text hier drauf. So, Achtung. Text und Transformieren können wir uns auswählen. Was nehmen wir? Wir nehmen Text. Jetzt, wir gehen auf Transformieren. Und bei der Position wählen wir uns
ganz am Anfang des Clips Keyframe aus. Warum? Weil wir dann nämlich den Text aus dem Bild herausziehen. Na komm. Ach ja, ganz vergessen. Einen Moment, ich pausiere und ziehe den Text heraus. So, bin wieder da. Was ich gemacht habe, ich habe den Text aus dem Bild herausgezogen, bin zu der Stelle gegangen, wo ich den Text wieder reinfliegen lassen will. Nämlich an der Stelle setze ich mir ein Keyframe, spiele es ab, spiele, er zoomt, spiele, tue so, als ob ich auf die Uhr gucken würde, spiele und halte an. Und jetzt muss ich gucken, da ist mein Text. Und jetzt drücke ich wieder auf Stopp und ziehe mir den Text herein. Bis gleich. Was ich jetzt, wie gesagt, gemacht habe, ich habe den Text wieder hineingezogen. So, jetzt gucke ich. Spiele weiter. Ich will nämlich den Text wieder verschwinden lassen, genauso wie alles andere. Also gehe ich wieder auf meine Einstellungsebene Nummer 1 mit dem Kritzeln. Und jetzt hätte ich mir vorhin... Das war natürlich wieder mein Fehler, wenn ich so schusselig bin. Hätte ich mir vorhin ein Keyframe setzen sollen. Am besten setze ich mir gleich hier ein Keyframe, wo das Zeug wieder reinkommt. So. Rechtsklick auf Ende, Keyframe hinzugefügen. So, spiele ab, weil ich will ja das Kritzeln jetzt wieder verschwinden lassen. Achtung. Und stelle das Kritzeln auf, also das Ende auf 0. Hui! Ist das weg. Das gleiche mache ich jetzt mit der Einstellungsebene 2. Sprich, ich fahre zurück. Ich fahre zurück. Rechtsklick, Keyframe hinzufügen. Spiel ab. Achtung. Setze mir nebenbei noch bei der Position von meinem Text hier auch ein Keyframe. Weil Achtung, gleich seht ihr wieso. Gehe wieder auf meine Einstellungsebene 2 und stelle das Ende auf 0. Und jetzt ziehe ich meinen Text. Achtung, ziehe ich einfach aus dem Bild raus, indem ich hier 0 eingebe bei der Position. Und bei der anderen Position gebe ich ebenso 100 ein. Upsala, ist ein bisschen schief gelaufen, gebe ich auch 0 ein einfach. Genau, da verschwindet er mir jetzt nach oben. Also Leute, das war's schon mit meinem etwas nicht so unbedingt kleinen Tutorial. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es war wie immer hilfreich. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch und sage Tschüss, wie immer bewertet, freut euch und das nächste Tutorial kommt bestimmt. Auf Wiedersehen.